suggest that this party right here may end up in third place. Check out some of their most infamous statements. People like him as a football player, but they wouldn't want someone like Boateng as a neighbor. Why? Because he's a world champion? Germans are the only people in the world to plant a memorial of shame in the heart of their capital. He's talking about the Holocaust memorial. The AfD, or Alternative for Germany, is an anti-EU, anti-immigrant, right-wing populist party that's so controversial, even some of its own voters won't support it publicly. To publicly support the AfD in Germany leads to social and economic ostracism. It's almost like admitting to being a witch in the Middle Ages. I'm ashamed that I'm not brave enough to publicly support the AfD, but it would be professional suicide, and I would never see my grandchildren again. I'm in a small city in the state of Thuringia in eastern Germany. Here, more than 10% of people voted for the far-right populist AfD party in the last state elections. I'm meeting one of them, Sebastian Thieler, who's not afraid to publicly support his party. My name is Sebastian Thieler. Ich zeige Gesicht für die AfD, weil ich als Polizeibeamter für Recht und Gesetz einstehe, weil ich als verheirateter Familienvater von 3 Kindern die Familie schätze und achte. Natürlich macht es mich wütend, dass viele Menschen sich nicht trauen, ihr Gesicht zu zeigen, weil wir einen Grad der Einschüchterung erreicht haben, der in meinen Augen nicht für eine freie politische Meinungsäußerung steht. Es gibt keinen Grund, sich in irgendeiner Art und Weise bedeckt zu halten oder sich nicht zu trauen. Aber es ist natürlich dann problematisch, wenn gerade die AfD-Gesichter, die Großen, die man kennt, immer und immer wieder Zitate raushauen, die halt schon ein rechtsextremes Gedankengut widerspiegeln. Es sind natürlich einige Sachen dabei, die medial sehr hochstilisiert worden sind. Das ist einfach so, wo ich persönlich gar nicht diesen riesen Aufschrei sehe. Und andere Sachen. Sie finden es nicht problematisch, wenn jemand, der in Ihrer Partei ist, sich gegen Schwarze, gegen Schwule, gegen Muslime ausspricht? Ich stehe nicht zu jedem Zitat. Ich stehe zu einigen, weil ich glaube, das ist aus dem Zusammenhang herausgerissen. Es gibt einige Sachen, die darf man nie verharmlosen. Das steht außer Frage. Und es gibt Sachen, die meinen eben Personen für sich sagen zu müssen. Das heißt noch lange nicht, dass ich das auch so sehe. Und deswegen kann man trotzdem in einer Partei sein. Klar gibt es in jeder Partei schwarze Schafe. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was für Aussagen aus AfD-Kreisen gekommen sind, scheint es bei der AfD ja schon extrem viele schwarze Schafe zu geben. Also das will ich mal nicht hoffen. Ich sehe das auch nicht ganz so eng und verbissen. Es ist sicherlich zu Teilen auch gewollt, dass wir provozieren. Das hat den einfachen Hintergrund, man muss sich dann unter Umständen mit diesem Punkt auseinandersetzen. Ich würde kein Bild solcher Art posten, ich würde es auch nicht teilen. Trotzdem zeigen Sie Ihr Gesicht für eine Partei, die genau solche Bilder auf Social Media postet und als Wahlplakate in Städte hängt. Auch da kann ich sagen, eine Partei lebt aus der Verschiedenheit der Menschen und ich glaube, ich präsentiere zumindest für meinen Part schon den gemäßigten Teil. Ich halte in keinster Weise von Extremismus in irgendeiner Art und Richtung was. Die Meinungsfreiheit gilt in Deutschland für alle und für jeden. Sie darf in ihren Grenzen gelebt werden. Und ich würde mir wünschen, dass auch wir unsere Meinung offen kundtun dürfen.